Oh, und aufgeregt? Also der Grund, warum das hier bei uns gerade so super mega chaotisch ausschaut, ist nämlich der, dass wir selber gerade ziemlich aufgeregt sind. Denn wir haben uns nämlich kurzfristig entschieden, nach Deutschland zu fliegen. Und zwar über Weihnachten meine Eltern zu überraschen. Das heißt, wir haben heute ist der, was ist hier heute? Der 20., 21.? 21. Der 20. Wir werden morgen das, genau, wir... Nochmal von vorne. Heute ist der 20. und wir sind jetzt abends dabei, hier die Sachen, unsere Klamotten zu packen. Und morgen werden wir das AW, unseren heißgeliebten Fred, unser Zuhause der letzten über anderthalb Jahre, werden wir hier in Las Vegas in ein Storage bringen, also in eine Lagerfläche sozusagen. Wir werden ihn da lagern, einmotten und ja, packen uns einfach ein paar Sachen zusammen. Haben noch kräftig eingekauft, irgendeinen Kram für zu Hause, für Weihnachten. Dann werden wir am 22. in den Flieger steigen, hier in Las Vegas, fliegen nach Deutschland, werden am 23. in Deutschland ankommen und dort dann noch irgendwo übernachten und am 24. gegen Mittag Ding-Dong bei meinen Eltern an der Tür klingeln und einfach sagen Merry Christmas. Und ich bin echt so auf die Gesichter gespannt, denn das Schwierigste war bisher wirklich, das alles komplett geheim zu halten. Denn keiner, wirklich kein einziger, weiß davon, dass wir nach Deutschland kommen. Wir werden auch heute und morgen und auch am 22., also übermorgen, werden wir noch aus Vegas noch posten, so von wegen hier Weihnachtsbilder aus Vegas, so dass wirklich keiner auch Verdacht schöpft. Und ja, dann werden wir mal schauen, wie Eltern gucken. Wir werden das Ganze auf jeden Fall mitdokumentieren, mitfilmen und ja, alles, weiß ich, bist du auch aufgeregt so ein bisschen? Kein Kommentar. doch. Ich bin gerade noch am Packen und am Sortieren und am Machen. Freue mich auf jeden Fall. Wird cool. Wir halten euch auf dem Laufenden und jetzt packen wir erstmal weiter und schauen wir mal, dass wir nachher dann sogar so morgen das wieder noch technisch soweit fertig machen, in den Storage bringen und dann den letzten Abend in Vegas genießen. Hey. Und wir fliegen standesgemäß. Wir wollen vorne sitzen. Völlig klar. Genau. Das ist, aber das werden wir nachher im Flieger noch sehen. Schön, wie wir es uns da bequem machen können. Da ist die Kamera logischerweise auch dabei. Also, stay tuned. Bis gleich. Bye-bye. So, die letzten Vorbereitungen, oder besser gesagt die vorletzten Vorbereitungen zur Abreise sind jetzt getan. Wir haben hier das AV soweit für den Storage jetzt vorbereitet. Wir haben die Wassertanks abgelassen. Wir haben Antifrostschutz in die Wasserleitung reingefüllt, damit uns nichts da zerplatzen kann. Sollte es doch hier frieren. Es steht zwar in Vegas, aber auch in Vegas gibt es so Januar, Februar, wird es kurz mal unter 0 Grad und lieber habe als hätte, das heißt ein bisschen vorsichtiger sein. Von daher haben wir uns entschieden, auf jeden Fall das komplette Plumbing-System zu winterisen und hoffen mal, dass das AW dann alles jetzt so gut überstehen wird. Jetzt machen wir uns noch kurz auf dem Weg zur Tankstelle, noch einmal Tank voll machen, Fuel Stabilizer reinschütten und ja, dann geht's auf den Weg zum Storage. Bis gleich. Ready? Set. Hallo!
So, nachdem wir jetzt den ganzen Tag mit was verbracht haben, was haben wir Schönes gemacht? Ja. Darf ich das jetzt sagen? Ja. Wir haben den ganzen Tag das RV fertig gemacht zum Storagen, zum Einlagern. Und jetzt sind wir das erste Mal seit langem mal wieder in einem Hotel. Wir haben uns in das Excalibur eingebucht, unser Lieblingshotel, weil... Da haben wir nämlich gehochzeitet. Nein, da haben wir unsere Hochzeitsnacht verbracht. Und da haben wir natürlich ganz besondere Erinnerungen dran. Das ist schön. Und deswegen waren wir da heute, haben wir gesagt, buchen wir uns da in das Hotel nochmal ein. Und jetzt schauen wir nochmal gucken. Gucken wir nochmal, ob wir hier irgendwas Weihnachtsmäßiges auf dem Strip noch finden. Weil ja jede Menge bunte Lichter gibt es hier zwar. Aber so wirklich Weihnachtsbäume haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Ne? Nicht auf dem Strip. Nee. Genau. In den Hotels ja überall, aber der Strip ist wie immer. Genau. Und deswegen schauen wir erstmal hier ein bisschen rum. Bis später. So, langsam wird's ernst. Die letzte Nacht hier im Hotel haben wir jetzt verbracht und gepackt ist auch schon. Und jetzt geht's dann noch kurz runter in die Lobby. Hallo, gleich geht's los. Noch einmal schnell Eltern anrufen, dass sie sehen, dass wir auch nach wie vor immer noch in Vegas sind. Und genau danach ab zum Flughafen und in ungefähr 3 Stunden geht unser Flieger nach Deutschland. Wir sind super aufgeregt, nach knapp über 1,5 Jahren mal wieder nach Hause zu kommen. Alles kostenlos. Ganz hübschen. Business Class fliegen macht Spaß. Das Maus, der sich schon am Buffet bedient hat. Man muss ja tun, was man kann. So, und das werde ich jetzt auch tun. Ja, wo sind wir jetzt? In? Frankfurt! Frankfurt, ja, Airport. Gefühlt ein 2 Stunden Flug. Aber ich habe ja die meiste Zeit verschlafen. Es ist irgendwie komisch, hier zu sein, muss ich gleich dazu sagen. Das typisch deutsche Wetter haben wir auf jeden Fall bekommen. Das heißt, es ist stark bewölkt draußen. Es ist, glaube ich, irgendwie 11 Grad soll es sein. Gut, das schockt uns jetzt nicht so sehr, weil in Vegas haben wir auch ein paar kalte Tage hinter uns gehabt. Auch wenn man es kaum glauben mag, aber es war tatsächlich so. Und was hier aber definitiv fehlt, ist die Sonne, die wir drüben die ganze Zeit hatten. Jetzt lassen wir uns mal überraschen, wie die nächsten Tage, Wochen hier so werden. Wo von Monaten wollen wir noch nicht reden, wer weiß. Vielleicht sind wir schon wieder weg. Wo ich mich auf jeden Fall riesig drauf freue, ist morgen das Gesicht von meinen Eltern zu sehen. Ja. Oh ja. Wenn wir einfach an der Tür klingeln und sagen, frohe Weihnachten. Da bin ich echt super gespannt drauf. Und jetzt gehen wir erstmal rüber mit unserem ganzen Gepäck und gucken, dass wir den Mietwagen kriegen. Dem Gepäck. So, wir haben jetzt auch unser Auto. Ich habe erfahren, meine Maus hat ein kostenloses Upgrade für mich erhascht. Genau, weil der gute Mann, der hatte wirklich Mitleid mit mir gehabt, weil ich habe gesagt, wir brauchen ein Auto mit Platz, weil meine Frau hat eine Menge Handgepäck dabei und das Handgepäck besteht zu 80% aus Schuhen. Jetzt ist es wieder die Frau. So ist wer sonst? Da sind wir, Mietwagen haben wir. Wir haben ein kostenloses Upgrade gekriegt, sehr schön. Deutsche Autobahn, yay, das ist das, worauf ich mich echt freue. Also ich bin gerade vor meinen ersten Herausforderungen, weil in diesem Auto, es gibt zwar einen Zündschlüssel, aber den Schlüssel kann ich nicht drehen. Den kann ich nur reindrücken. Und ich habe in diesem Auto aber auch keinen Startknopf, Start und Stopp, wie man das sonst so kennt. Ich mache mal kurz die Tür auf wegen Licht, ich glaube, das ist besser. Ja. Und wenn ich den Knopf jetzt, also den Zündschlüssel, ich kann ihn reindrücken, soweit bin ich schon gekommen. Und dann passiert was.
aber irgendwie noch nicht wirklich viel. Und wenn ich ihn gedrückt halte, geht er wieder aus und ich drücke nochmal. Und irgendwie vor dem Aussteigen Zündung ausschalten. Aber ich will ja nicht aussteigen. Ich will eigentlich losfahren, will ich losfahren. Es hat sich einiges getan am Automarkt, seit wir weg sind. Oh. Oh, okay. Der Trick war, beim Reindrücken des Zündschlüssels musste ich die Kupplung treten. Und das Interessante an der Sache ist, das stand sogar im Display. Ich habe es noch nicht gelesen. Plus, was nicht unbedingt weihnachtliche Temperaturen sind, aber ich bin schon langsam jetzt, ich werde aufgeregt, sagen wir es mal so. Bin sehr gespannt. Merry Christmas! So, jetzt fahren wir gerade den Berg hoch zu meinen Eltern und ich bin sowas von gespannt. Da vorne ist das Haus. Ich hoffe, sie sind nicht draußen. Das hoffe ich auch. Da, die kann man da nicht schleiern. Überraschung gelungen. Tada!